Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Gestern war bei mir ein Einkochtag. Unser Fleischer hatte Fleisch im Angebot und da musste ich essen, zugreifen und was mal im Vorrat einkochen. Jetzt weiß man nicht, was morgen ist. Deswegen bereitet man auch was vor. Und gestern habe ich erstmal Bolognese gekocht, wieder ein großer Topf, 10 Liter. Und auch gleich von der restlichen Fleisch, Hackfleisch, habe ich dann noch auch Hackbällchen angekocht. Ich weiß, es gibt Rezepte im Internet, die Hackklößchen trocken im Glas anzukochen. Habe ich nicht probiert, weil ich bin einfach kein Fan von Luft in dem Glas. Ich mag gerne in Tomatensoßen, perfekt in Tomatensoße, es ist echt sehr lecker und hat man ein richtig fertiges Gericht. Aber dann nutzt du natürlich nur für Reis, Nudeln oder vielleicht auch für Kartoffeln. In den Brühe kann man natürlich für unterschiedliche Sachen, ob ich es in Suppe will machen oder will einfach Milchschwitze und diese Brühe dazu nehmen, kann ich sogar Königsberger Klöpschen ausnehmen die und dazu verwenden. Ich habe es gestern eingekocht und ein Gläschen habe ich in den Kühlschrank gestellt, euch zu zeigen. Nach einer Zeit wird es auch im kühlen Keller auch so aussehen, so fest. Und sieht man, es ist sogar die Brühe fast wie so Gelee. Ganz minimal sieht man hier, das ist noch flüssig. Aber die Fett oben ist wie ein Stäbchen sozusagen. Wenn ihr seht, die anderen, ich will ihn nicht zu toll erschütteln, dass die Fett nicht nach unten geht. Weil, aber seht ihr, wie, schaut ihr hier, wie bewegt sich. Hier ist noch wie Wasser. Und die Gläser werde ich auch für einen Tag in den Kühlschrank stellen. Wenn die dann so fest sind, dann gehen die in den Keller. Kann man auch gleich in den Keller bringen. Das ist wirklich kein Problem. Aber wenn ihr wollt, dass es sozusagen alles schneller geht, da kann man mal ein bisschen nachhelfen, dass es schneller kühler wird, unser Fleisch. So, natürlich, wenn ihr Interesse habt, wie habe ich das gemacht? Wie habe ich es angekocht? Und auch heute ohne Kochautomat, einfach mit meinem Topf. Auch weil es sind nur zum Beispiel von Hacklöschen nur 4 Gläschen. Deswegen kann man auch in den Topf machen. Wenn ihr Interesse habt, bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Als Erste werden wir Reis kochen. Ich nehme statt aufgeweichte Brotchen und Ei lieber den Reis. Es kann man auch geriebene Kartoffeln nehmen. Noch heute mache ich mit dem gekochten Reis. Ich habe jetzt 100 Gramm Reis unter fließendem kaltem Wasser abgespült. Gebe ich jetzt in den Töpfchen doppelte Menge Wasser, bisschen Salz. Und stelle das zum Kochen und koche die richtig gar, dass der, kann man sagen, auseinander fällt. Und das wird unsere Bindung in unsere Hackbällchen. So, Reis ist schon fertig gekocht, schaut er, richtig verkocht. So soll er sein, dass er richtig, kann man ihn so zerstampfen und zermatschen. So soll ich abkühlen und wir werden jetzt noch Gemüse vorbereiten. Ich habe jetzt 3 Zwiebeln geschält, so mittlere Größe und 2 Möhren. Möhren werden wir auf die Reibe reiben und die Zwiebel mache ich einfach mit diesem Mixer. Dann wird es nicht zu klein und nicht zu groß und geht sehr schnell, muss man nicht weinen. Die Zwiebel und die Möhren werden wir auch mit etwas Öl auch anbraten. Dann sind wir auf die sichere Seite, dass keine hohe Zwiebel in Hackbällchen ist, aber auch im Geschmack, das ist viel besser, viel elastischer, weil dann Zwiebeln und Möhren weich sind und gut kann man mit dem Hackfleisch verkneten. Aber erstmal machen wir unsere Gemüse klein. So, schaut ihr? Fertig. Und dann auch die Möhren. Möhren halte ich dann etwas so gerade, dass keine lange
Streifchen sind, sondern kürzere. Und nehme ja eigentlich auch grobe Reiben. Das kann man eventuell diese feineren nehmen, aber beim Anbraten ist es viel zu matschig, wenn man so feinere nimmt. So bleiben die dann kurz. So, Gemüse haben wir vorbereitet. Ich habe noch 3 Knoblauchzehen klein gehackt, Möhren grob gerieben und den Zwiebel auch fertig. Zwischendurch immer Reis umrühren, dass er schneller abkühlt. Keine heißen Sachen zu den rohen Hackfleisch dazugeben. So, jetzt gehen wir an Herd und braten wir das alles an. So, stellen wir die Pfanne an und geben wir da etwas von Öl. Wirklich nicht viel. Müssen wir auch nicht zu viel reinmachen, weil im Hackfleisch ist auch genug Fett drin. Lassen wir es mal aufheizen und dann braten wir erstmal unsere Zwiebel an. Denn Zwiebel soll aber nur angeschwitzt sein, nicht wirklich gebraten. So, der Fett ist jetzt heiß. Geben wir den Zwiebel rein. Und werden wir es mal anschwitzen lassen. So, die Flüssigkeit ist schon fast komplett ausgedampft und fängt schon auch zum Anzubraten. Deswegen geben wir jetzt Möhren und Knoblauch dazu. Und werden wir wieder noch ein paar Minuten anwinken. Dass die Gemüse schneller zusammenfallen, geben wir ein bisschen Salz. Aber kein iodiertes Salz, liebe Freunde, weil wir wollen das einkochen. So, es müssen die Gemüse nun zusammenfallen. Und dann die richtig gut abkühlen lassen, bevor wir das in die Hackmasse reingeben. So, jetzt haben wir alles vorbereitet und alles abgekühlt, wie Reis. Und die Gemüse habe ich einfach auf den Balkon rausgestellt und sind die schnell auch kalt. Gehacktes nehme ich halb-halb und von den Gewürzen. Wenn ihr wollt, ihr euch nicht unbedingt so mischen, könnt ihr einfach ein Fleischgewürz nehmen. Dafür habe ich auch ein Video, da könnt ihr einfach einen großzügigen Esslöffel für so eine Menge, für 1,5 Kilo gehacktes, dazu geben. Ich habe mir aber jetzt gemischt, weil ich habe hier ein paar Extras. Habe ich rote Paprika rosenscharf genommen, dann Kümmel. Der Kümmel zerkleinere ich immer. Wenn ich kaufe ganze Kümmel, zerkleinere und gebe es in Gläschen und dann habe ich immer schon parat, dann muss ich nicht jedes Mal zerkleinern. Die ganze Kümmel mache ich gar nichts, wenn es auf die Zähne kommt. Es ist gar nichts mein. So, dann ganz bisschen russische Estragon habe ich mir trocken lassen. Dann Majoran. Kann man auch Oregano nehmen oder Thymian. Es ist nach Geschmack. Ohne grob gemahlene schwarze Pfeffer. Das gebe ich zu dem Fleisch. Ich habe alles gemessen mit so einem ganz kleinen Babylöffel. Und für 1,5 Kilo gebe ich erstmal 2 solche gehäufte Teelöffel Salz. Und in meinem Fall nehme ich dieses Ursalz, was ich immer nehme beim Einkochen und Anlegen, das ist das Ding. Können wir erstmal mit Gewürzen alles kneten, dass wir erstmal die Gewürze richtig in den Hack reinkneten. Und dann können wir jetzt schon die Gemüse reingeben, unbedingt wirklich richtig gut abkühlen lassen und den Reis. Ist richtig klebrig, genau das Richtige, was wir brauchen, dass unsere Masse auch ohne Ei und Brotchen gut hält. Und werden wir das auch alles richtig gut kneten. Ich probiere immer von der Hackmasse ganz bisschen. Ich kann das nicht runterschlucken, ich spucke das immer aus. Wenigstens dann weiß ich, ob das da Salz genug ist und Gewürze sind. Deswegen probieren tue ich trotzdem immer. Wenn es natürlich mein Mann in der Nähe ist, dann frage ich ihn, dass er probiert, weil ich mag den rohe Gehacktes nicht. Ich werde noch ein bisschen Salz dazu geben. Bisschen Salz fehlt es. Deswegen, liebe Freunde, bitte probiert. Natürlich, wir können danach beim Einkochen ein bisschen Brühe, etwas salziger machen, dann geht das auch.
Aber es ist gut, wenn die Klößchen gleich schmecken, sehr gut. Sonst alles hier perfekt, nichts mehr muss ich was dazugeben. Jetzt können wir die kleinen Kugelchen formen und danach die ausbraten. Zum Proportionieren nehme ich so einen Eisproportionierer. Dann sind die Klößchen alle immer gleich. Dann mache ich Hackfleisch da rein und dann hole ich raus und drehe einfach so eine Kugel. Die Hände kann man auch ein bisschen nass machen. Und dann ganz, ganz leicht drücke ich ein bisschen die runter. Dann sind die einigermaßen alle gleiche Mähne haben, sehen auch gleich aus und dann sind die auch durchgegart, immer alle gleich. Erstmal mache ich die alle fertig und danach kann man schon auf den Herd eine Pfanne stellen, etwas Fett rein und werden wir die dann braten. Und ich hole mir jetzt noch ein Schüsselchen mit Wasser, dass ich kann immer die Hände in Wasser machen, dann ist es besser auch zum Drehen. So, aus diesem Mini habe ich jetzt 55 solche gehacktes Bällchen bekommen und eine habe ich dann gewogen ungefähr so 45 Gramm. Die werden wir jetzt anbraten und gleich in den vorbereiteten Gläser, habe ich die schon alle heiß abgespült, werde gleich da reinlegen. Gleich aus der Pfanne in die Gläser. Dann weiß ich, wie viel brauche ich für die Gläser, muss ich die nicht immer von einem Topf in die andere schmeißen. Gleich kann man in die Gläser packen. So, jetzt erstmal gehen wir ans Herd. So, stellen wir die Pfanne auf den Herd und ich nehme dieses Öl. Ich habe wirklich nicht so ganz viel voll gemacht und werden wir von beiden Seiten gut anbraten. Braten wir erstmal die von beiden Seiten an und dann, wenn die fertig sind, gleich in den Glas reinmachen. So, nach einer Weile unbedingt eine rausnehmen und probieren, ob die gar ist. Weil wir müssen die gehackten Klößchen wirklich richtig gar machen, dass nichts was rohes ist. Probiert ihr das? Und dann wisst ihr Bescheid, ungefähr wie lange dauert so eine Pfanne bei euch. Weil jeder macht dann unterschiedliche Größe von den Klößchen. So, die werde ich gleich jetzt rausnehmen und wie gesagt gleich in den Glas reinmachen. Die halten eine schönere Form. Ein bisschen schütteln, dass mehr reinkommt. Und wenn ihr an den Rand gekommen, ist jetzt erstmal nicht schlimm. Wir werden dann mit Essig den Rand von dem Glas sauber machen. So machen wir jetzt alle unsere gehackten Klößchen. Und eventuell, wenn ihr wollt, das nicht einkochen, die kann man auch anfrieren. Bis das brate ich meine vier Klößchen, bereite mir auch gleich den Fond. Mit welchem werde ich die Klößchen im Glas übergießen. Ich habe jetzt einen Rinderfond gemacht. Ich gebe dazu auch noch ein bisschen von meinem Gemüsebrühepulver, so zwei Teelöffelchen. Und muss ihn abschmecken nach Salz. Kann man auch Pfeffer dazu geben. Die Brühe soll etwas salziger sein als euer Geschmack, aber wirklich nicht zu salzig. Die kochen wir dann auf. Und werden übergießen unsere gehackten Klößchen im Glas. Weil trocken koche ich nicht an, immer in die Soße. So, liebe Freunde, bin ich jetzt fertig mit Ausbraten. Und ich habe euch gesagt, dass ich mache das in die Brühe. Oder in Tomatensauce. Tomatensauce auch sehr, sehr lecker. Und jetzt übergieße ich mit den aufgekochten Brühe, Rinderbrühe in meinem Fall. Und diese Brühe kann man dann später auch gut verwenden. Ich verteile jetzt erstmal so gleichmäßig. Und wenn mir was nicht reicht, kann ich immer noch abgekochtes heiße Wasser dazu geben. Nicht ganz voll machen, weil wir werden das noch einkochen. Naja, da hat er doch ein Liter fast gereicht. Überall mache ich so einen Schluck von abgekochtes. Das Wasser ist gerade aufgekocht.
dazu geben, nicht voll machen. Mindestens die Gewinde soll immer frei sein. Was eventuell kann man noch machen, vielleicht 1-2 Esslöffel von diesem angebratenen Fett, wo wir die Klößchen gebraten haben, Nudelnfett dazugeben. Wenn dann die Gläser abgekühlt werden, wird dann oben diese weiße Schicht von Fett und er gibt auch nochmal die Sicherheit, dass es alles so dicht verschlossen ist. Ganz bisschen drücke noch mal rein. Wie lange wird das haltbar? Ein Jahr mit Sicherheit ist haltbar. Aber ich koche nicht hier 50 Gläser, dass ich mehrere Jahre an das Essen sitze. Ich koche so, dass es nicht zu lange muss es stehen. Lieber dann einfach frisch kochen. Nur zum Beispiel in unserer Zeit jetzt ist mit dieser Inflation, da freut man sich, wenn mal wirklich so ein super Angebot kommt und dann kannst du dir ein bisschen Vorrat anlegen, weil du weißt nicht, was morgen ist. So, jetzt machen wir unsere Gläser noch sauber, der Rand von Glas mit dem Essig. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir hier keine Fettrückstände haben. Das alles wird gut verschlossen, hier bei der Gummi auch. Alles schön gut abwischen und können wir gleich schon zumachen. Bei dem Deckel auch am besten richtig schön mit dem Essigtuch auch drauf gehen und zumachen. Richtig fest. Das Ganze werden wir auch jetzt nochmal einkochen. Jetzt nehme ich Töpfchen rein. Ich habe den Lappen reingemacht und aufs Wasserkocher habe ich ein bisschen Wasser reingemacht, weil mein Topf ist wirklich sehr, sehr kalt. Und wenn ich jetzt heiße Gläser da reinstelle, ist ein bisschen gefährlich. So, stelle ich jetzt da rein die Gläser. Schaut, wie toll sieht er aus. So, und gebe jetzt dazu auch so ein heißes Wasser rein, weil die Gläser wirklich heiß sind. Nehme von Wasserhahn so heiß Wasser, wie es Wasserhahn geben kann. Füllen wir so viel Wasser, dass die Gläser 2/3 im Wasser stehen. Wenn ihr passende Deckel habt, dann natürlich ist es besser mit dem Deckel. Das werden wir jetzt ankochen bei 100 Grad ungefähr so 90 bis 120 Minuten. Nach Wegempfehlung sagt er 2 Stunden Fleisch ankochen. Ich mache es 90 Minuten. So, liebe Freunde, für heute bei mir ist das alles. Wir haben uns leckere Sachen jetzt wieder Vorrat gemacht. Wenn man so eine Angebote nutzt, warum es mal nicht nutzen? Natürlich, frisch kochen ist das gut, aber es ist jedem seins und ich möchte nur euch zeigen, dass so eine Möglichkeit als Vorrat gibt. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen, ob das alles klappt. Ein guter Appetit danach, wenn ihr das aufmacht und freut sich, dass es so schnell alles vorbereitet ist. Besonders für die Arbeitstätigen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!